Und das ist aber, hat aber eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Wahrheit, ja, der wir zum dritten Mal begegnen, kann ich sagen. Und Peter Czerkaski macht das seit 1979. Mittlerweile hat er, glaube ich, über 50 Preise weltweit eingeheimst. Er ist auch einer der, wie soll ich sagen, wesentlichsten Filmkünstler weltweit. Quasi sozialisiert worden ist, glaube ich, wesentlich durch Peter Kubelka, der ja das Filmmuseum zusammen mit Hans Grundeffner in Wien gegründet hat, der die amerikanische Avantgarde auch nach Wien gebracht hat und in diesem Zusammenhang. Und an der TU, Filmclub TU begonnen hat, das Österreichische Filmmuseum, das hier in dem Haus. Mehr oder weniger hat es eine Keimzelle. Der Peter Kohnlechner im Audi Max Getreidemarkt hat hier dieser Zelle angefangen. Peter Kubelka hat auch damals auf Einladung von Helmut Richter eine Lecture gegeben am Getreidemarkt. Peter Czerkaski hat Philosophie studiert und hat eben über Film als Kunst dissertiert dann und seitdem arbeitet er in diesem Bereich. Er macht nicht nur Filme, sondern hat auch einige große Festivals kuratiert, hat sehr viel publiziert in diesem Bereich und hat in den Anfang der 90er Jahre den Filmverleih Sixpack zusammen mit Martin Arnold, den Sie vielleicht auch kennen, gegründet, der mittlerweile schon seit 20 Jahren mittlerweile schon sozusagen international auch etabliert ist. Die Frage in den Peter Czerkaski, was treibt dich an, sozusagen angesichts dieser prekären Situation, Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten des. Ich war unlängst Gast von Tag zu Tag, das ist diese Ö1 Live-Sendung, und das war auch die erste Frage, die ich gekriegt habe. And it knocked me off my feet. Also ich habe mich total in Stallen gebracht. Also prinzipiell ist es natürlich die Liebe zum Medium, der unbändige Drang, Kunst herstellen zu wollen und wahrscheinlich mangelndes Talent in den anderen Sparten. Aber es ist schon tatsächlich, also, wie soll ich sagen, eine ganz große Leidenschaft. Spreche ich laut genug? Ja. Ihr könnt jetzt auch alle weiter vorrücken, dann wäre es noch einfacher. Prinzipiell ist es so, dass man schon davon leben kann, nämlich also vielleicht nicht unmittelbar vom Film herstellen. Und das mit den Preisen, das stimmt schon, dass man da auch was kriegt, aber irgendwann einmal hört sich das auch auf. Also den Würdigungspreis kann man nur einmal kriegen, den Förderungspreis kann man nur einmal kriegen, Oberhausen gewinnt man vielleicht auch nur einmal. Also das ist schwierig, aber mit Schreiben organisieren, Filmförderung, die es bei uns gibt in Österreich für solche Filme auch, das, irgendwie geht es ja aus. Was ist? Ja, der Georg kennt mich aus Zeiten, wo ich noch dünner durch die Gegend gestappt bin, durstig besser gehalten. Und also die Liebe zum Medium selber begründet wurde in meinem Fall in Mistelbach, meiner Heimatortschaft, im örtlichen Kino, den Kronenlichtspielen mit Winnetou.
Also ich bin so geboren, dass ich relativ frisch vom Harald Reindl die Karl-May-Verfilmungen sehen konnte und seit damals also ist das Kino für mich also ein Ort, an dem ich mich gerne aufhalte und an dem ich gerne erlebe. Wobei also mich Spielfilm nach wie vor als Konsument genauso interessiert wie guter Spielfilm, wie Fernsehen oder TV-Serien. Gestern haben wir uns gerade Breaking Bad, die dritte Staffel mit Genuss den letzten Teil angeschaut. Ich habe also alle Folgen von Malcolm in the Middle bis exklusive sechste Staffel daheim auf Video. Natürlich auch der Kunstfilm wie Antonioni oder Godard, also die üblichen Verdächtigen, zählen zu meinem sozusagen Konsumationsrepertoire. Nur mich persönlich hat es nie interessiert, mit einem großen Filmstab Leute zu dirigieren, wo die künstlerische Arbeit im Grunde genommen ins Vorfeld verlegt wird oder stark ins Vorfeld verlegt wird, wo man ein Drehbuch schreibt und dann muss man sie mit 100 Leuten und 100 Millionen Euro oder was weiß ich, also so ein Budget gibt es für uns eh nicht, aber das wäre das, wo es interessant zu werden beginnen würde, wo man sich herumschlagen muss und verantwortlich ist dafür und im Grunde genommen das Ganze auf ein Level heruntergebrochen wird, wo man vom Kunstgewerbe sprechen muss. Umso höher oder umso größer meine Wertschätzung denen gegenüber, die es unter den jetzt mit wirklich drei Stichworten skizzierten Produktions- und Arbeitsbedingungen schaffen, tolle, wirklich echte Kunstwerke zu schaffen. Also das ist nicht generalisierend gemeint. Aber du hast mich verlockt da hinein in einen Vorspann, den ich in keinster Weise geplant hatte. Und ich würde vorschlagen, wir geben dem ein bisschen mehr Fleisch, indem wir uns was anschauen von mir. Und dann sprechen wir eh auch über diese Themen auch alle, das ergibt sich in der Regel. Ich muss einen Schluck trinken. Ich habe... Nein, sofort aber. Wir machen jetzt etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich arbeite mit Film und nicht mit digitalen oder Videomedien. Und das ist auch das Thema dieser ganzen Vortragsreihe und das ist auch mein Thema vom Künstlerischen her. Und ich zeige eigentlich immer vor meinen Vorträgen, die Filme im Originalformat, sprich 35 mm in einem Kinosaal, in einem verdunkelten, so wie sie angeschaut gehören. Und ich betrachte das halt jetzt als eine Arbeitssituation und als eine quasi eine Ausnahme. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, den Vortrag anzusiedeln in zeitlicher Nähe, wenn nicht überhaupt zur gleichen Zeit, als mein neuer Film Coming Attractions im Top-Kino hier gelaufen ist. Der war zwei Wochen Ende März, Anfang April im Top-Kino ganz normal zu schauen, dass man dann, dass die Chance bestanden hätte, dass man darauf hinweist und wem es interessiert, dass der oder die dorthin geht und sich das anschaut. Und irgendwie hat sich das mit den Terminen dann nicht ergeben. Und so, ist ja wurscht. Jedenfalls, wir sehen jetzt einen viertelstündigen 35 mm CinemaScope-Film, der nicht in 35 mm CinemaScope wo wirklich also das Erlebnis ein anderes wäre, ist, und jetzt habe ich den Satzanfang vergessen, also wir schauen uns das jetzt an. Da würde ich bitten, dass wir das Licht da ausmachen. Danke. Ja, wenn das geht. Toll, also während sich da die Vorhänge senken, vielleicht wenn man das Ganglicht auch ausschalten könnte, das wäre überhaupt... Na, das entschädigt jetzt für vieles. Also nämlich also für die jetzt gerade beklagte Nicht-Film-Projektion. Also wir schauen uns den Film an oder die DVD-Abtastung des Films, eine Viertelstunde. Und dann spreche ich über den Film, werde ihn so stückweise segmentiert noch einmal durchgehen und kommentieren. Ich sage es nicht erklären, aber kommentieren. Und da hoffe ich dann auch auf Reaktionen von euch, also von eurer Seite her, und wie soll ich sagen, auf eine dialogische Situation. Ich habe jetzt noch nicht den Ton überprüfen können von der Lautstärke her, aber
weiß ich nicht. Also wenn es zu leise ist, wird es mittendrin noch einmal lauter werden. Ansonsten fangen wir jetzt an. Thank you.
Thank you.
Danke. Diese Standbilder, die da mindestens 50 Mal so ganz kurz, also wo der Film stehen geblieben ist, ist nicht im Film und nicht auf der DVD. Also da sieht man, wie zumindest dieses System hier einfach überfordert war. Und eigentlich habe ich es ganz witzig gefunden, wenn man dann plötzlich so aus diesem Fluss, von dem reißenden Bildfluss da plötzlich so blitzt was auf, aber es hat den Rhythmus im Ton kaputt gemacht. Also der Ton ist wirklich, also ganz gleichmäßig und gestanzt, wie eben diese Licht- und Tonmaschine, Projektor, die wir nicht haben, arbeitet. Und da hat er immer so einen Stolperer gemacht. Also das war mir wichtig als Anmerkung, um das klarzustellen. Es würde mir helfen, wenn ich wüsste, wer hier im Saal schon von mir Arbeiten gesehen hat, bei Gelegenheit. Okay, also niemand. Nämlich also bei dem, wie ich anfange und wo ich anfange. Wie wir anfangs schon gehört haben, mache ich seit ungefähr 30 Jahren Filme. Ich habe Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit Super 8 begonnen. Damals haben alle mit Super 8 gefilmt. Avantgarde, Experimentalfilm, Szenefilm, wie auch immer. Und habe mich dann also weiter also wegbewegt vom Super 8 Format, weil das immer schwieriger wurde. Damals war das also wirklich ein herrliches Format, technisch vollständig ausgereift. Überall Super 8 Projektoren. Überall in jedem Geschäft hat es Supply gegeben, also ob das jetzt Filme sind oder ob man die Kamera reparieren hat lassen können und so weiter und so fort. Das ging immer schwieriger und ich bin dann direkt in den 35mm Film gesprungen und habe den 16mm Film ausgelassen, mehr oder weniger. Ihr habt es mit 16mm gearbeitet. Das war auch so ein semi-professionelles Format, das aber auch Nachteile hat. Den vollen Impact, also den man wirklich, also wofür ich das Kino liebe, kriegt man mit 35mm und damit CinemaScope. Da ich, wie gesagt, also weder Lust gehabt habe, mich mit diesen ganzen Produktionsbedingungen, die damit verknüpft sind, wenn man mit so einem Format arbeitet, üblicherweise zu beschäftigen, die Lust gehabt habe, dem Geld hinterherzulaufen, das dafür notwendig ist, habe ich angefangen, mit gefundenem Filmmaterial zu arbeiten, sogenannten gefundenen Filmmaterial. Das kann tatsächlich gefunden sein, ist aber in der Regel sehr bewusst ausgewählt. In meinem Fall ist schon eher oft gefunden. Wurscht. Ich habe irgendwoher gefundenes Material. In dem Fall war es eine Kopie des Films The Goods Bad and the Ugly von Sergio Leone von 1964. Wer kennt den? Kennt den wer? Ein wunderschöner Film, also als Empfehlung, The Goods, the Bad and the Ugly. Keinesfalls
die deutsch synchronisierte Fassung Zwei glorreiche Halunken anschaut. Nämlich nicht schon wie der Titel Zwei glorreiche Halunken verrät, ist das eine hassenswerte Version, sondern es ist auch wirklich der Versuch von Wenzel Lütteke, dieser Synchronanstalt in Deutschland, die alles synchronisiert, mehr oder weniger, ein wirklich existenzialistisches, episches Meisterwerk in eine Komödie umzuwandeln. Insofern ist die synchronisierte Fassung auch wieder interessant. Man schaut sich das Original an, weiß, was das für ein Film ist, und dann schaut man sich den Scheißdreck an, den Wenzel Lütteke verbrochen hat, da irgendwo in Deutschland. Oh. Ach, da kriege ich ein Haus, wenn ich drauf denke. Wurscht. Jedenfalls, also ich hab diese Kopie gekriegt, die sollte vernichtet werden und in Frankreich irgendwo abgespielte Kopien werden in Europa eher vernichtet, aus urheberrechtlichen Gründen, während in Amerika kann man sich das alles kaufen. Also die machen halt einen Dollar aus allem, was geht, und auch aus eben alten Kopien. Die Kopie war aus Frankreich, die überspiele ich mir dann auf Video und schaue mir den Film an, und zwar immer wieder und 10-mal, 20-mal, 30-mal, mache ein genaues Protokoll der Einstellungen, versuche das natürlich, also mir auch zu merken, was, wo, wie passiert. Und wenn man sich einen Film wirklich oft anschaut, und da gibt es einen, mit dem ich zwei Filme gemacht habe, The Entity, den ich sicher an die 100-mal gesehen habe, vergisst man irgendwann einmal die Geschichte von dem Film. Weil das zerfällt im Kopf, die kennt man so auswendig, also dass da überall rauskommt, und man schaut auf völlig andere Dinge. Und das ist der Punkt, wo der Film, der Originalfilm, quasi zu einem Art Alphabet oder Vokabular oder Lexikon oder wie auch immer für eine neue Sache wird. Da fange ich dann an, aus den einzelnen Einstellungen, die irgendwo sich im Film befinden, die mir zu schnappen, jetzt noch im Kopf, und zusammenzutragen und zu einer neuen Geschichte zu formen, zu einer völlig neuen Geschichte. Ich muss dazwischen immer wieder was trinken, weil ich so laut sprechen muss, weil ich alle so weit weg gesetzt habe. Wenn ich diese Geschichte habe, diese neue Geschichte, und die habe ich nicht von A bis Z, sondern ich habe einen groben Bogen. Und davor habe ich eine Idee, was ich machen will, prinzipiell. Also in dem Fall war es, mach einen Film über ein bestimmtes Zeichensystem, das sich rund um den Film entwickelt hat und das im Labor verwendet wird und das in der Projektionskabine verwendet wird, das man üblicherweise nicht sieht im normalen Kino. Das aber ganz wichtig ist, dass Kino überhaupt existieren kann, überhaupt funktionieren kann. Wir kommen darauf dann im Detail zurück. Also abgesehen von dieser Idee habe ich eine grobe Geschichte mit einem Anfang, wo ich einsteigen kann. Und dann gehe ich in die Dunkelkammer. Also dort, wo man Fotos herstellt üblicherweise. Und in der Dunkelkammer habe ich einen kleinen Tisch und einen Vergrößerungsapparat, mit dem ich aber nichts vergrößere, das ist nur eine Lichtquelle. Auf dem Tisch, vor dem ich sitze, habe ich einen ungefähr, na, ziemlich genau, einen Meter langen Karton. Und auf diesen Karton lege ich einen Meter unbelichteten Filmstreifen, also Filmstreifen, 35 mm. Das ist übrigens genau das gleiche Material, das durch eine normale analoge Kleinbildkamera durchläuft. Also das, was wir im Fotoapparat im Analogen drinnen haben, ist das gleiche, was im Kino durch den Projektor durchläuft. Aber das ist nur eine Randbemerkung. Nämlich insofern jeder von uns, der einen analogen Film, einmal Fotofilm in der Hand gehabt hat, hat auch praktisch einen Kinofilm in der Hand gehabt. Schwarz-Weiß. Orthochromatisches Material. Orthochromatisches Material heißt, ich kann Rotlicht in der Dunkelkammer anhaben. Ich sehe also, was ich mache. Wenig Rotlicht, weil sonst wird es grau, aber doch genug, dass ich sehe. Und auf dieses unbelichtete Rohfilm lege ich mein gefundenes Found Footage vom Sergio Leone. Und das tue ich dann unbelichten, kopieren. Und wenn ich das gemacht habe, nehme ich den Streifen und tue ihn selber entwickeln und schaue ihn mir im Leuchttisch an nach dem Entwickeln.
selber entwickeln. Weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, ist bei Schwarz-Weiß total simpel. Du hast einen Entwickler in einer Wanne drinnen, 4 Minuten, dann gibst du das in eine Wasserwanne rein und dann in einen Fixierer noch 1 Minute. Fertig. Dann hast du ein Negativ von dem. Das Umkopieren selber mache ich mit verschiedenen Lichtquellen, also den schon erwähnten Vergrößerer, da kann ich dann quasi 1:1 umkopieren, oder aber ich nehme Taschenlampen kleine, oder aber den Laserpointer. Vor allem den Laserpointer, mit dem habe ich ganze Filme quasi hergestellt, bei dem bei Instructions schon weniger, werde ich dann zeigen, schnell, die ich gemacht habe, mit dem Laserpointer. Ich greife zu weit vor. Wir schauen uns das an und dann, wenn wir dort sind, dann zeige ich es. Können wir jetzt das Licht wieder wegmachen und den Film starten? Und jetzt muss ich lernen, wo diese Stopptaste ist. Das ist einfach die P-Taste. P, geht schon. Das sind Peter Otto Emil Czarkowski. Das sind einfach meine Initialen. Und das ist so mein Vorspann, den habe ich bei jedem Film vorne dran. Das ist die erste Instruction for a Light and Sound Machine. Das ist ein Probefilm, der in Projektoren eingespannt wird, als Schlaufe, damit Techniker schauen können, wo der Projektor unscharf projiziert oder wo er scharf projiziert. Das ist unglaublich diffizil mit tausendstel Millimeter irgendwie, was man da im Projektor einstellen kann und einstellen muss. Spreche ich immer noch laut genug, wenn ich? Ja. Gut. Weil ich jetzt weiter weg bin, darum frage ich. Sehr wichtig und beim analogen Kino immer ein Thema. Das analoge Kino, das ja am Sterben ist, ist auch schon mitgestorben oder stirbt mit dem Verlust der Projektionskunst. In den Kinocentern, wo unskilled people, also irgendwie 5 Säle simultan verwalten und die Projektoren werden nicht mehr gewartet und Katastrophe. Also das ist das Einzige, wo ich das digitale Kino irgendwie schätze, also bei diesem Kinocenter. Gut, jetzt habe ich auf die lange Taste gedrückt. Ah, kommt schon. Hier jetzt handschriftlich als ein Hinweis darauf, dass und wie ich den Film herstelle, nämlich eben manuell. Nein, in dem Fall nicht. In dem Fall habe ich das auf ein Blatt Papier geschrieben und dann die Papiere ins Kopierwerk gegeben und das haben die für mich gemacht. Das habe ich nicht. Man könnte auch direkt auf den Film schreiben, ja. Und das ist auch gemacht worden. Aber da wird es dann nicht so ruhig stehen und das wäre kompliziert. Und ich habe das sehr lange, den Vorspann auch gemacht, mit über 10 Sekunden, damit der Vorführer noch die Chance hat, anhand dieses Testbildes die Schärfe zu regulieren und damit das Publikum sieht, über welche Ecke es sich ärgern kann, wenn es nämlich unscharf ist. Ja, weiß ich nicht, warum jetzt stehen geblieben ist. Also dieses Ding hier macht wirklich, was es will. Das ist jetzt ein falsches Bild von Marc. Spreche in der Zwischenzeit. Das ist aus der Mitte des Films ein Lager. Der Film spielt im amerikanischen Bürgerkrieg, Konföderierte gegen Unionisten. Das bildet aber nur den historischen Hintergrund. In der Hauptgeschichte geht es darum, dass Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach sich gegenseitig versuchen, einen Goldschatz abzujagen, der in einem Grab an einem Friedhof versteckt ist. Wobei der ganz böse, the good, the bad, the ugly, also the bad ist der Lee Van Cleef, the good ist
nicht wirklich ein guter, er ist ein eher schöner, der Clint Eastwood. And the Ugly ist der Eli Wallach, der den Mexikaner spielt. Und The Good and the Ugly kooperieren eine Zeit lang miteinander, um sich fort durchs Kriegsgebiet zu manövrieren und zu dem Schatz zu kommen. Wie bin ich auf das jetzt gekommen? Ja, und werden gefangen genommen von den Unionisten. Und das ist der Lagerkommandant vom Kriegsgefangenenlager, der beim Fenster hinausschaut mit seinem Fernrohr, und weil er gehbehindert ist, und beobachtet, wie ein böser Lagerverwalter oder Aufseher die Gefangenen ärgert, foltert oder was weiß ich. Das nur als Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe. Die Figur ist ganz stark besetzt von der Geschichte her. Hat auch kaum eine Tiefe, weil es nur eine ganz kleine Nebenrolle ist, ist völlig reduziert auf das, der Hilflose, der zuschauen muss als Lagerkommandant, wie Kriegsgefangene entgegen allen Genfer und sonstigen Konventionen geärgert werden oder sehr geärgert werden und kann nichts machen. Mir kommt irgendwann einmal so quasi die Idee, ein optisches Gerät wie mit Linsen, genau wie die Kamera und genau wie der Projektor, und es schaut direkt jetzt in die Leinwand hinein und ich zeige es negativ. So wie jeder Film quasi ein Negativ als Urgrund hat, also eine Matrize, aus der heraus dass der Film dann gemacht wird, und er öffnet ein Fenster. Mit dieser berühmten Metapher von André Bazin, dem wahrscheinlich wichtigsten und einflussreichsten Filmtheoretiker in der frühen Filmtheorie, so 50er Jahre, 60er Jahre, der sagt, die Leinwand ist ein Fenster zur Welt. Was dann, wie der Linguistik Dörn gekommen ist und die Semiotik und das Zeichensystem als ein völliger Unfug also bezeichnet wurde und deklariert wurde, weil so natürlich die ganzen Codierungsmaßnahmen, die der Film macht, völlig verschleiert werden durch diese Metapher, womit jetzt die Leistung von Bazin nicht geschmälert sein soll, der war schon gut und wichtig. Aber so diese Idee, das Fenster wird geöffnet und wir schauen uns quasi an, was der Film uns an Welt zu bieten hat. Schaut jetzt durch das Fernrohr und wir sehen, was wir oft im Kino sehen, mit einer Maske, was er sieht. Die Maske wurde hergestellt, also habe ich einen Schwarzfilm genommen, also ganz einen normalen Streifen, der einfach schwarz ist, mit einem Bürolocher, wo ich hineingestanzt habe, ein Loch, in einen Kader. Also ein Kader ist ein Filmbild, das einzelne Filmbild. Jetzt sitze ich also in der Dunkelkammer, hab da meinen Meter Filmstreifen vor mir, da liegt das Rohfilmmaterial, da liegt drauf das gefundene Filmmaterial. Auf dem gefundenen Filmmaterial sieht man, wie Tuco, der Ugly, auf dem Pferd durch die Wüste galoppiert. Und ich nehme gelochtes Stück Schwarzfilm, das natürlich genau an der Stelle gelocht ist, wo Tuco sich befindet, und lege es auf den ersten Kader vom Duco. Und dann nehme ich den Laserpointer und mache so. Dann bewege ich diesen Schwarzfilmstreifen zum nächsten Kader und mache wieder so. Dann bewege ich den Kader zum nächsten, den Schwarz, das Lockerl zum nächsten Kader und mache so. Dann bewege ich den Schwarzfilm und mache so. Und das mache ich genau 50 Mal. Weil ein Meter hat 50 Filmbilder und das sind genau 2 Sekunden. 2 Sekunden Projektionszeit. Der Laserpointer belichtet durch das Loch durch, genau. Und zwar ungefähr so lang würde ich belichten. Das ist natürlich sehr ungenau dann. Also das ist rein gefühlsmäßig, es fluktuiert und flackert auch. Also man sieht, dass es...
hupt auch immer wieder zwischendurch. Und dann klassisch der Gegenschuss, wo der Beobachter oder Regisseur oder der Schauer schaut. Und jetzt haben wir, da kommen zwei in der Ferne. Da ist immer noch der Duco und zwei. Da ist die Situation, also da ziehe ich wieder meine Duco-Nummer ab, dann nehme ich den Duco-Filmstreifen weg und gebe die anderen beiden auf den immer noch gleichen Rohfilmstreifen drauf und mache das Gleiche noch einmal mit einem neuen Lookerl in einem neuen Stück Schwarzfilm und belichte das wieder durch. Da sieht man übrigens schön, also, wie der Locher gestanzt hat. Jetzt fällt mir ein, nein, es war kein Bürolocher, das war so ein Locher, wie man Löcher in Ledergürtel hineinstanzen kann. Das hat den Vorteil gehabt, das war so ein drehbares Rad, wo man verschiedene Luckerlgrößen einstellen konnte. Aber halt nicht so glatt und genau, sondern hier sieht man an der Peripherie, wie so nicht ordentlich abgeschnitten wurde. Das ist natürlich die gleiche Sequenz von vorher, Szene noch einmal. Also der schaut im Originalfilm nicht so lange. Da habe ich immer wieder halt seine Guckbewegung kopiert. Da sieht man in der Wüste, also eine totale, im Kino erkennt man das perfekt. Das reiten auch welche. Das stoppt immer von alleine, also ich mache das nicht, um irgendwem zu ärgern, da das Gerät hat sein Eigenleben. Das sind dann natürlich schon Sachen, wo das Ganze irgendwie so also der Wahnsinn so irgendwie leicht hereinschaut in der Dunkelkammer. Da arbeite ich an so einem Stück, an so einem Meter, schon eine Stunde ungefähr. Immer in der Hoffnung, dass man keinen Fehler macht, also dass nicht irgendwann einmal ein Kader verrutscht bei oder so um ein Perforationsloch bei der Vorlage, weil das dann halt nicht verwendbar wäre. Warum diese Dinger oval sind, obwohl sie doch, wie auch der Büroloch es wäre, hängt damit zusammen, dass der Film CinemaScope ist. CinemaScope bedeutet, dass während der Aufnahme bei der Kamera eine Linse vorgeschalten wurde, die alles zusammenquetscht. Also wenn man sich einen CinemaScope-Film anschaut, dann schaut alles so aus. In der Projektion wird dann wiederum eine Linse vor dem Projektor vorgeschwenkt, die genau das Gegenteil macht. Sie tut die alle wieder auseinanderziehen und jeder schaut normal plötzlich aus. Wenn ich nun allerdings ein kreisrundes Loch nicht quetsche, sondern 1:1 mache, dann kommt dann sowas in CinemaScope heraus. Also man sieht hier live und ungebrochen, wie was CinemaScope optisch macht im Filmstreifen. Nur das Bild drunter war ursprünglich auf meiner Vorlage gequetscht und ist jetzt normal. Gibt es sonst andere Fragen? Ich bewege mich jetzt also auf einem Terrain, wo es ein bisschen technisch ist. Also jetzt seht ihr low-tech-mäßig, aber trotzdem könnten Fragen. Also diese Eingangssequenz habe ich genannt, The Gathering.
wo die Leute zusammenkommen. Und jetzt kommt es zum ersten großen Showdown, wo ich aus dem, der Film glaube ich ist 2,5 Stunden, wenn nicht sogar noch länger, alle Stellen, wo irgendeiner so groß schaut, zusammengetragen habe, als würden sie, so wie die Zuschauer, den Duco beobachten. Der Duco als Hauptfigur des Films, meines Films, zeichnet sich dadurch aus oder unterscheidet sich dadurch, dass er marschiert und geht und die anderen, wie unbeweglich, wie eben Kinozuschauer nun mal sind, sitzen nur und schauen. Und natürlich ist die Metapher mit To Shoot the Film da Pate gewesen. Also hier so ins von der Metapher To Shoot the Film ins mehr oder weniger direkten Übersetzung, wo man das Gewehr sieht und in der Mitte auch das Einschussloch, das immer noch oval ist. Und prinzipiell, also hier beginnt jetzt eine längere Sequenz, in der es mir darum gegangen ist, den Filmstreifen, sagen wir so, die einzelnen Einheiten des Filmstreifens, den Filmkader, sichtbar zu machen. Nämlich, natürlich sieht man alle Filmkader, aber das wird immer überlagert durch eine kontinuierliche Bewegung. Das heißt, wenn ich einen Bewegungsablauf sehe, auf der Leinwand wird immer der visuelle Eindruck dominiert werden von der Bewegung, vom Bewegungsablauf und nicht der einzelne Filmkader. Und hier habe ich mit Masken, und wenn ich das einzeln bewegen könnte, was ich leider nicht kann, bei dem Gerät, dann könnte ich das herzeigen, so draufgelegt und kopiert, dass ich 3 Filmstreifen simultan übereinander gelegt habe und dadurch die so wandern, also durch die Masken, dass man ein Gespür kriegt für die Grundeinheit des Filmstreifens, der so wie eine Bullet wam, 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 so auf die Leinwand geschmissen wird. Und nicht ein Zeilenaufbau, wo irgend so ein Photonenstrahl wie beim Bildschirm raufwandert und runterwandert und das Bild aufbaut. Das ist auch mit dem Laserpointer gemacht und da habe ich, um dieses Standbild oder die Verlangsamung herzukriegen, jeden einzelnen Kader halt mehrfach kopiert, immer weiter geschoben und kopiert und noch 5-mal oder 7-mal den nächsten Kader, dann 5, 7-mal kopiert. Da sieht man halt mich, also wie ich mich selber mit Super 8 gefilmt habe, dass dann auf 35 transferiert habe lassen. Nein, das war nicht Super 8, das sind auch Super 8, aber das ist einfach ein Fotofilm. Wie gesagt, das ist der gleiche Film wie im Kino.
recht riskant ist. Ich versuche, ich gehe weiter vor. So, und jetzt soll es wieder spielen. Vera, warum spielt es nicht? Gibt es Fragen an dieser Stelle? Wie kommunizieren Sie Ihre Idee vom Film demjenigen, der den Soundtrack dazu macht? Also, weil das ist ja eigentlich bis ins ganze Teil irgendwie abgestimmt. Also sitzen Sie zu zweit vor dem Bildschirm und komponieren zusammen? Oder? Ich mache den Film komplett fertig. Und der Dirk lebt in Berlin. Und der kriegt dann den fertigen Film. Also wir haben zweimal bis jetzt zusammengearbeitet und es war immer so, er kriegt den fertigen Film und er fängt dann an zu komponieren. Mehr oder weniger überlasse ich das ihm. Es gibt ein paar grundsätzliche Ideen, wie zum Beispiel das mit dem Schießen, dass man da das Verschlussgeräusch von einer Kamera hören soll. Das sage ich ihm, das gebe ich ihm vor. Aber im Prinzip respektiere ich seine Genialität als Filmkomponist. Und der macht dann was. Und das schickt er mir dann als MP3-File, immer so in kleinen Portionen, Bits and Pieces, Häppchen, so von einer halben Minute bis Minute. Und dann sprechen wir drüber, am Telefon. Also wir haben uns weder bei dem Film noch beim Coming Attractions, dem jüngsten, der doch eine halbe Stunde ist, haben uns nie gesehen während der Vertonungsarbeit. Aber halt viel telefoniert. Mit Skype und RapidShare geht das ja alles mittlerweile schon recht gut. Also im Prinzip schätze ich den Dirk Schäfer und seine Arbeit so sehr, dass ich habe schon mal irgendwo gesagt bei einer Diskussion, ich mache Filme, um mit Dirk Schäfer zusammenarbeiten zu können, weil er so einen tollen Soundtrack macht. Im konkreten Fall war es so, dass ich in der Dunkelkammer ja auch den Ton mitgestalte. Der Ton bei einem Spielfilm, beim Film, ist eine gezackte Linie am Filmstreifen rechts vom Bild entlang. Eine gezackte Linie. Weiß jemand, wie Lichtton ausschaut? Dann lasse ich da einen Streifen durchgehen. Also gibt es das halt dann herum. Ich werde oben und unten anfangen, weil sonst dauert es zu lange. Da, auf der Seite ist einfach eine schwarze gezackte Linie. Und dann wird einfach so gibt es von oben nach unten durch. Und das ist der Ton. Das funktioniert so, dass durch den Projektor diese gezackte Linie durchläuft auf dem Filmstreifen und unten ist eine Lichtquelle. Und diese Lichtquelle strahlt diese gezackte Linie an. Und oben ist so ein optischer Widerstand, der den Schatten der gezackten Linie und die Schwankungen wahrnimmt und übersetzt in elektromagnetische Schwingungen. Und die kommen irgendwann einmal als Ton wieder heraus aus den Lautsprechern. Aber zunächst einmal auf dem Filmstreifen ist der Ton ein optisches Element, das ich genauso kopieren kann wie ein Filmbild. Und mit dem Laserpointer besonders gut. Also kann ich in der Dunkelkammer den Ton auch herstellen. Im Unterschied zum Bild, wo ich sehe, was ich gemacht habe, sehe ich das beim Ton nicht. Da sehe ich einfach nur die Linie. Es gibt bestimmte Erfahrungswerte, wo man kann laut, man kann hoch und tief, das kann man schon sehen. Aber im Prinzip kann man nicht wirklich also, gezielt auf ein Produkt hinarbeiten. Aber ich habe bei Outer Space und zum Teil auch bei Dreamwork wirklich den Ton in der Dunkelkammer gemacht. Auch bei dem Film. Und davon habe ich eine Abtastung machen lassen und das dem Dirk Schäfer so als Basis gegeben. Und der hat dann im Computer diesen Ton manipuliert. Und zwar hat er immer nur ganz kleine Segmente genommen und hat die geloopt und diesen Loop wandern lassen. Also im Grunde genommen hört man mit wenigen Ausnahmen hier nur Ton, der aus der Dunkelkammer von mir gekommen ist. Aber
massiv halt im Computer bearbeitet. Und wenn mir was nicht gefällt, um auf die Frage zurückzukommen, dann sage ich ihm das. Und das ist überhaupt kein Problem, also dann macht er was neu. Aber das kommt wirklich nicht oft vor. Ja, genau. Also im Fall schon vom erwähnten Outer Space war es so, dass ich dann auf Grundlage der Videoablastung, die ich hatte, also damals war es noch Video und nicht DVD, mir einfach gesucht habe, Stellen im Ton, Musikstellen, wo ich dachte, ich will die jetzt hier haben, und die habe ich dann auch kollagiert. Wie, genauso wie das Filmbild. Das heißt, dass ich habe, um den Ton herzustellen, zum Beispiel Hausnummer 3, verschiedene Sequenzen, Musiksequenzen genommen und die dann umkopiert, aber immer nur so kleine, winzige Teilchen. Und das Ergebnis war fantastisch. Es ist auch wirklich als DVD, als CD veröffentlicht worden, weil es so gut war. Einmal über ein Radio auftrat und das Ö1 hat immer in einem Nachtprogramm, ohne dass ich irgendwas gewusst habe, den Ton gespielt. Der Christian Scheib. Hat ihn schon jetzt sich. Ist ein bisschen dunkler drinnen, aber man kriegt schon eine Idee. Das ist übrigens Mono. Das ist aus einem ganz alten Film. Stereo sind dann zwei Streifen. Verblüffenderweise. Können Sie noch erklären, wie man naja, das Instrument kann ich nicht erkennen. Ich kann nur sagen, es geht auch um die Intensität, also wie dicht, wie groß ist die Schwärzung und wie weit schlägt es aus und wie dicht, also ist es so eine Welle oder ist es so eine Welle? Es gab auch in den 30er Jahren, der Oskar Fisching hat das gemacht, Versuche mit gezeichnetem Ton. Nämlich also auf großen Streifen, da haben Heerscharen von Menschen an dem Studios gesessen und haben gemalt und gezeichnet, und das ist dann halt verkleinert worden, irgendwie, keine Ahnung wie, aber halt geht scheinbar, bis es eben kopiert werden konnte. Aber die Ergebnisse waren, glaube ich, nicht so berauschend. Also es ist nicht weiter verfolgt worden. Aber man kann auch das Bild hörbar machen. Das habe ich bei einem anderen Film gemacht, wo ich dann das Filmbild von der Seite her hineinkopiert habe in den Filmstreifen, Bildstreifen, sodass dort, wo eben diese Lampe sitzt, dann das Bild drüber wandert. Und da hört man dann. Oder man hört auch mehr. Ich habe in Outer Space auch einen Panning Shot von außen auf ein Fenster, Nacht, innen erleuchtet, Fensterkreuz, also so mehrere Unterteilungen. Und das fährt immer näher, die Kamera. Das heißt, die Bildinformation, die wichtige, sind die vertikalen Streifen von dem Fensterkreuz. Erst viele und dann je näher kommt, umso immer weniger Streifen. Und das hört sich dann. So. Und dann kommt die Attacke. War im Film. Also so viel zur Antwort. Kann man da wieder? Also ich werde nie wieder versuchen, irgendwas zu beschleunigen. Wegmachen, bitte. Da ist ein aus. Okay. Diese Toten, die man da sieht, und diese Erschießerei führt auch schon hin auf den zweiten großen Teil des Films, auf die zweite Hälfte, der im, und das erläutere ich dann noch, im Hades spielt, also im Schattenreich, im Reich der Untoten, im Reich der oder der lebenden Toten, also von der griechischen Mythologie, wie wir das heute alle in der Schule gelernt haben, wo dann die
Schattenwesen, also wie Zombies herumgehen und sich begegnen und aber halt tot sind oder eben Griechen haben da ganz eigene Vorstellung vom Jenseits gehabt. Wichtig ist das Stichwort Schattenwesen. Hier das gierige Auge, also das gefräßige Auge, eine im ursprünglichen Film ganz kurze Sequenz, wo der böse Aufseher droht, ihm die Augen auszupressen, wenn er nicht die Information über den Goldschatz preisgibt, die hier verlängert wurde. Auch um zu quälen, also das ist sehr unangenehm anzuschauen, hier kennt man es nicht so gut, aber im Kino, es tut ein bisschen weh, wenn man hinschaut. So als eine Revanche für dieses Schauen wollen, diese Gier, das passiert dem Dukko ja nur, weil wir das wollen. Der wird gequält, weil wir bereit sind, 8 Euro oder 10 Euro bei der Kinokasse und zwar Millionen von Menschen hinzugeben und bitte zeigt es mal, wie der Dukko gequält wird. So funktioniert das Filmbusiness. Hier kommen wir jetzt in diese zweite Sequenz oder in den zweiten Abschnitt, wo Dukko gehängt werden soll und da ist dann vorbei das mit diesem Einzelbildkader-Geschichte und ich wollte eine Idee vermitteln von wie der Film ein Filmstreifen ist, eben diese Galgenschnur, der durch den Projektor durchläuft. Da habe ich an dieser Stelle dann, also dieser ganzen Sequenz, immer den Filmstreifen auch so quer über dieses Filmbild wackeln lassen und dann so, das tue ich dann so mit so Taschenlampen, mit so kleinen umkopieren. Vorne ein bisschen ein Rotlichtfilter, das ist so ein vom Libro-Discount das Schulheft, so eine rote Plastikfolie, die ich ausgeschnitten habe und drauf gepickt habe. Und hier sieht man jetzt seine Fluchtfantasien vom Dukko, oder Angstfantasien und Bedrohungsfantasien, das ist eine andere Stelle im Film. Hier Flucht, das Motiv der Flucht, das Motiv der Flucht. Auch, und die fliegende Taube. Und da kommt der hier Picture Start, also diese, das kennt jeder von euch, also dieses Herunterzählen. Und hier kommen jetzt da würde ich jetzt gerne Einzelbildbewegung haben. Diese Instructions im wörtlichen Sinn. Also da gibt es dann so bei jedem Film, bei jeder Filmrolle einen Meter Vorspann, wo auf jedem Kader was anderes drauf ist, wie zum Beispiel Ratio, also 1 zu 1,37 oder 1 zu 1,85 oder was auch immer das Bildformat, Ton, welches Tonsystem verwendet wird, und wo überall dann so handschriftlich oder sonst irgendwie Informationen drauf sind, die für das Filmlabor und in späterer Folge einige davon auch für den Vorführer von entscheidender Bedeutung sind. Wenn diese Informationen nicht da sind, geht nichts. Oder geht alles schief und funktioniert es nicht. Das ist der Universal Leader, den wir hier haben. Und ich habe dieses Zeichensystem, das gemeinsam mit der analogen Kinematografie verschwinden wird, reingebracht, um es noch einmal quasi sichtbar zu machen und zum quasi Hauptdarsteller irgendwie auch. Also das ist natürlich dann so Kopf, also wo er dann hängt. Und da schießt der Lee Van Cleef nicht auf ihn, der Clint Eastwood, sondern auf den Galgen. Der Trick der beiden nämlich ist der, Dukko wird steckbrieflich gesucht für viel Geld. Clint Eastwood fesselt ihn, liefert ihn beim Sheriff ab, kassiert das Kopfgeld. Dukko soll gehängt werden und wenn Dukko gehängt werden soll, schießt ihn in dem Augenblick Clint Eastwood vom Galgen herunter. Und Dukko reitet davon, sie treffen sich irgendwo in der Nähe wieder, teilen sich das Kopfgeld und es geht weiter. Also der schießt auf ihn, hier schießt er aber auf den Filmstreifen, mehr oder weniger. Das ist auch eine ganz kurze Sequenz im Originalfilm von vielleicht einer halben Sekunde, da sieht man kurz einen Pornofilm mit Tail. Tail ist immer das Ende von einem Film. Head ist der Anfang. Tail ist das Ende. Der Vorführer schaut, macht die Rolle auf, schaut, Head, aha, weiß er ist vorne, er muss nicht zurückspulen. Sieht er Tail, aha, wir sind hinten, er muss zurückspulen.
sonst sehen wir den Film verkehrt. Da so kurze, die Schere, das ist ein Zeichen für die Cutterin oder den Cutter, wo geschnitten werden soll, auch als Kastrationssymbol. Jetzt der Pornofilm mit dem Penis, weil gehängt ja oft noch einen letzten Orgasmus haben. Und da wird da wieder die Schere und hier so tschack und jetzt schießt es und bei uns reißt der Film. Der Filmriss und nicht der Riss von der also nicht der Dings bedeutet den Tod im Film. Wenn der Film reißt, ganz schlecht für die Vorführung. Und das sieht man jetzt mal eine Zeit lang und hört auch nichts und dann kommt ganz langsam wieder Formen sich aus so Schatten und einfach abstrakten Bildformationen, formen sich wieder Bilder. Und das markiert den Übertritt, also für mich als leitende Idee bei der Gestaltung, in den Hades eben, ins Reich der Schattenwesen, ins Reich der Untoten. Hier ist der Sturz, wo er dann schon ganz negativ ist, in den Hades hinein und Friedhof, er hinter einem Grabstein. Im Originalfilm ist er jetzt endlich angekommen bei dem Friedhof, wo der Schatz versteckt liegt. Er freut sich noch, dass er entkommen ist dem Galgen oder was auch immer. Und beginnt jetzt hier herum zu wandern im Hades. Und es wird aber immer hektischer. Und irgendwann kapiert er, dass er in einem Labyrinth ist, wo sich die Bewegung so kreisförmig immer mehr um ihn herum schließt. Also er kommt immer wieder zum gleichen Ausgangspunkt zurück. Hier auch noch immer unter strikter Observation, sowohl vom Filmemacher als auch vom Beobachter. Also Filmemacher, deswegen weil der Fotoapparat zu sehen ist. Und alles völlig verschattet, immer positiv, negativ, ein Changieren zwischen positiv und negativ, das eine ist der Schatten vom anderen. Egal wie man es nimmt. Und es beginnen sich normale, logische Gesetze von Raum und Zeit immer mehr aufzulösen. Also man hat jetzt schon mal gesehen, dass er sich verdoppelt hat, zweimal da war, gegenläufige Bewegungen, Raumbewegungen, links-rechts Schwenks, simultan und ineinander geschoben. Er selber in der Figur, wenn ihr schaut, also mal ist er oben positiv, unten negativ, umgekehrt, das ist es ständig, dieses Schwanken. Hier sieht man jetzt Leichen am Boden liegen, also jetzt gerade nicht mehr, wo ich im Freien mit einer Lupe mich hingesetzt habe und mit Sonne die Leichen verschmort habe, Filmstreifen, also auch so ein Verweis auf oder wie soll ich sagen, eine Spezifität, die mit Filmstreifen halt geht, mit Film nicht, mit Video wäre oder was anderem Datenträger, wäre die Idee nicht gut, wenn man Lupe drauf hält. Also so eine indische Leichenverbrennung quasi. Und da rennt er zwischen den Grabreihen, wird überholt auch vom Raum und begegnet immer wieder so Standbildern mit Toten und dessen Instruktionen. Er bewegt sich in diesem Reich, wo er, sagen wir so, er begegnet der Bedingung der Möglichkeit seiner eigenen Existenz als filmisches Schattenwesen. Die Bedingung der Möglichkeit, dass er überhaupt existieren kann, sind eben diese, oder existieren konnte, weil mittlerweile ist er schon unten im Hades wieder, sind eben diese Zeichensysteme, ohne die der Kopiermeister und der Vorführer und wer auch immer da in diesen Herstellungsprozess involviert ist, hoffnungslos verloren wäre. So auch er. Da haben wir jetzt einen wunderschön abgenudelten Vorspann drinnen. Also diese ganzen Kratzer, das ist eine Kopie, die durch tausende Projektoren gelaufen sein muss, bevor sie diesen ätherischen Zustand erreicht hat. Hier auch Verschmorungen.
und wieder immer wieder diese Standbilder, wo das Leben draußen ist, also wo nur mehr die Toten also als Standbilder da sind. Das sind auch Anweisungen fürs Kopierwerk. Reel Nummer, also ein Spielfilm hat ungefähr zwischen 5 bis 8 Rollen, befindet sich auf 5 bis 8 Rollen drauf. Und die müssen durchnummeriert werden, weil sonst der Vorführer ein großes Problem hat. Also auf jeder Rolle steht nicht nur Head oder Tail drauf, sondern auch Reel Number 1, 2, 3, 4, damit er uns die Reels in der richtigen Reihenfolge vorführt. Also wie gesagt, hier die Rauminformationen werden immer widersprüchlicher und halt so, wie es halt nur im Film und nur im bewegten Bild möglich ist. Er begegnet sich selber hier jetzt dann gleich, scheint am Stand zu laufen, also es bewegt sich nichts mehr fort. Die Zeit beginnt rückwärts zu laufen und simultan in beide Richtungen, also simultan gegenläufige Zeit. Die eingefrorene Zeit, also dieser vom Countdown steht völlig still. Grün ist ebenfalls, also das ist für Farbfilme wichtig, also gibt es da die Grundfarben für den Kopiermeister. Ich kann nicht so im Detail auf alles eingehen, also das wird uns einfach... Und hier ist es die Schlusssequenz, wo er herumläuft, das sieht man da noch nicht gescheit, und das Bild sich dann so zu drehen und zu kippen anfängt, also wo er zwischen den Grabreihen gelaufen ist und er dreht sich immer mehr, das habe ich dann so drehend kopiert und so ein Malström, der so wie, wo diese Grabreihen, diese Gräber, die man, da sieht man es jetzt schön, wie ihn so zu verschlingen drohen. Im Kino in der Projektion sieht man, wie er immer noch herumläuft. Also man sieht überall immer wieder diese kleine Duckerfigur herumlaufen. Und jetzt bewegen wir uns da so in seinen Kopf hinein. Da war so ein kurzer Zoom in seinen Kopf hinein. Und wir kommen da bei einer Stelle an, die ganz, extrem vergrößert ist. Also hier habe ich dann schon, da habe ich mit einem Fotoapparat und einem Balkengerät, ich möchte jetzt nicht darauf näher eingehen, aber im Grunde genommen, man kann Dias oder Foto abfotografieren und da kann man auch hineinzoomen. Und da habe ich ganz stark in einen einzelnen Kader hineingezoomt, was man hier sieht. Das ist eine extreme Vergrößerung von diesem einen Kader. Jetzt ein Schritt zurück, immer noch derselbe Kader. Wieder ein Schritt zurück, immer noch derselbe Kader. Noch einen Schritt zurück und immer noch derselbe Kader. Hier dieses Re ist Reel. Reel Number, irgendwas. Und was wir hier sehen, leider in einem etwas unscharfen Kader gerade, das ist ein Siebener. Das ist Reel Number 7. Das war eine italienische Kopie, das heißt, irgendwann um wahrscheinlich 1965 ist in einem Kinovorführsaal hinten in der Projektionskabine irgendein mittlerweile wahrscheinlich schon toter italienischer Vorführer gestanden und hat irgendwie eine Schere oder irgendwas anderes, ein Pinzetten hergenommen und hat diesen Zimmer hineingestanzt, mit der Schönheit einer Picasso-Grafik. Und das ist nur möglich mit analogem Kino. Und das analoge Kino wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Und das ist das Thema meiner künstlerischen Arbeit. Es wird etwas vernichtet, das völlig unersetzlich ist. Und es ist das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ein vollständig entwickeltes künstlerisches Ausdrucksmedium wegen der Industrie verschwindet. Man kann bis heute mit Kohle zeichnen, man kann bis heute mit Röteln zeichnen. Alle Kulturtechniken seit der Steinzeit haben sich in einer bestimmten Form erhalten.
die analoge Kinematografie, die eine Form von Schönheit ermöglicht, die nicht mit dem Computer hergestellt werden kann, der hat seine eigene Schönheit. Oft hat er das noch nicht gefunden, aber er wird schon hinkommen. Und mit der Videokamera, die nicht mit der Videokamera hergestellt werden kann, wird einfach vernichtet. Und das ist das Thema meiner künstlerischen Arbeit noch einmal gesagt. Ich versuche Filme zu machen, die man nur mit dem analogen Kino machen kann und nicht mit dem Computer machen könnte. Das sind Arbeiten, die nicht mit dem Computer hergestellt werden könnten. Und darüber hinaus versuche ich Arbeiten zu machen, die Spaß machen auch noch. Gut, jetzt der gemütliche Teil mit den Fragen, das können wir vielleicht das Licht wieder machen. Ich formuliere das in einer gewissen Schärfe, schon auch um zu provozieren und Gegenreaktionen. Also ich bin am Diskurs oder am Dialog da interessiert auch. Also ich will da nicht apodiktisch jetzt wo drüber fahren, aber ich meine schon so, ich relativiere jetzt nichts von dem, was ich gesagt habe, aber natürlich kann man drüber diskutieren. Ja. Von diesem Anliegen? Das ist von Film zu Film unterschiedlich. Also der jüngste, The Coming Attractions, da könnte ich dieses Anliegen nicht so darstellen. Also kurz vorher darüber haben wir gesprochen, ob welchen Film ich zeige. Da kann ich das schön herausarbeiten. Und bei anderen Filmen sind andere Sachen. Aber das Thema der Materialität schwingt immer mit. Und tut es eigentlich seit der Moderne immer, seit dem Anbruch der Moderne. Also ich gebe einen ganz kurzen, also gerafften, oder versuche einen ganz kurzen gerafften Exkurs über die Entstehung von moderner Kunst zu geben. Wie kommt es überhaupt zu dem, was wir moderne Kunst nennen? Und das hat zu tun mit Vernunft. Also wir treten irgendwann einmal so am Ende des Mittelalters, am Beginn der Neuzeit aus einem mythischen Zeitalter heraus, wo der Mythos oder die irgendwelche Geschichten sozusagen die Legitimation waren für gesellschaftliches Handeln, die Organisation von Gesellschaft und so weiter und so fort. Ist ja wurscht. Und mit der Neuzeit, also vor allem mit Beginn der Renaissance und dann so über Jahrhunderte weg hin bis zur Aufklärung in der Philosophie, kommt immer mehr vernünftiges Handeln und die Vernunft als leitende Instanz schiebt sich überall hinein. Auf der politischen Ebene. Gottgegebenes Herrschertum ist irgendwann obsolet. Stattdessen machen wir Republik, wir stimmen ab, wen wir haben wollen als Herrscher. Und wenn einer kommt und sagt, Gott hat mich ausersehen, über euch zu herrschen, und man sagt, bist du dagegen gerannt? Ich meine, man spürt, es funktioniert nicht. Auf der Ökonomie ist der Kapitalismus, der extrem durchrationalisiert alles Handeln und technisiert und unter dem Aspekt einer Ausbeutbarkeit und so, aber es ist hochgradig rational. Gebiet der Philosophie, wie habe ich eben gesagt, schon die Aufklärung, also wo irgendwelche mythischen Erklärungsmodelle ersetzt werden durch ein, man muss argumentieren können, man muss rational argumentieren können. Wenn ich eine Behauptung aufstelle, dann muss das Hand und Fuß haben, das muss also argumentierbar sein. Ich meine, wenn ich mir die Umsätze von der Esoterik
Industrie anschaue, dann weiß ich schon, dass nicht alles und überall so argumentierbar sein muss. Man kann gutes Geld damit machen, nämlich wirklich sehr gutes Geld damit machen. Aber im Großen und Ganzen ist schon klar, habe ich das. Jedenfalls, innerhalb der Gesellschaft wird alles mehr oder weniger einer Befragung unterzogen. Und die Befragung funktioniert unter dem Aspekt, unter dem leitenden Gedanken Vernunft. Ist es vernünftig? Lässt es sich argumentieren? Und damit verbunden wird ein, wie soll ich sagen, der innere Aufbau, die innere Struktur von was auch immer durchleuchtet. Und in der Kunst bedeutet das eine Rückwendung der Künstler hin auf das eigene Material und zu schauen, womit arbeite ich da eigentlich? Also so der Aspekt, dass man zum 438 Millionsten Mal die Geburt Jesu irgendwo abbüttelt, weil der Dompfarrer mal dafür 30 Gulden gibt oder so, ist weggefallen. Vor allem mit der Französischen Revolution ist in dem Zusammenhang wichtig, die Entmachtung der katholischen oder überhaupt der Kirchen, wo die Kunst in einen Autonomiebereich freigesetzt wird. Also der Auftraggeber, der immer da war, und das war einfach die Kirche, mit natürlich also Ausnahmen, wo die höfische Selbstinszenierung auch noch also abgebildet werden sollte, aber in der Hauptsache die Kirche, die fällt weg. Und es entwickelt sich dieser Freiraum, die autonome Kunst mehr oder weniger, wo dann geschaut wird, was haben wir da eigentlich, was machen wir? Und in dieser Rückwendung, also das ist wirklich alles sehr grob, also das ist sehr spannend auch, aber ich kann das nicht mehr, wird das eigene Material und die ganz spezifischen Möglichkeiten, die ich mit diesem Material und nur diesem Material habe, in der Gestaltung von dem, was ich mache, wichtig und zentral fürs Werk. Und wenn man sich mit dieser Brille anschaut, die Explosion, die der Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts in der Kunst stattgefunden hat, das ist alles genauso passiert. Also die radikale Durchleuchtung von dem, was ist machbar mit meinem Material. Und das ist im Film relativ spät passiert, aber halt dann auch passiert. Und insofern, also um auf die Frage zurückzukommen, ja, das Material spielt immer irgendwo eine Rolle. Ist ein Thema. Aber wenn man nur das Material herausstellen würde, wäre es ein bisschen fad mit der Zeit. Vor allem, das machen ja auch viele oder haben schon viele gemacht. Aber mit sehr unterschiedlichen Resultaten. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen? Widersprüche? Ich hätte eine Frage, und zwar, kann man den digitalen Film noch retten? Den digitalen Film? Ja. Noch retten? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe, weil an sich kommt ja jetzt das digitale Film. Im Film gibt es immer, ich glaube, schlimme Entwicklungen, und das ist jetzt zurzeit beim digitalen Medium, aber glauben Sie, dass es eine Rückentwicklung geben könnte, zum Beispiel, dass man, ja, ich weiß. Zum analogen Film? Ja, zum Beispiel wieder zurück. Ich meine, wir haben uns dahin entwickelt, weil das digitale Medium einfach gewisse Vorteile einspringt. Das digitale, ja, absolut. Also, die Idee muss man halt dann nachwenden, aber. Ja. Nein, also, und ich bin ja auch nicht gegen das digitale Kino. Also, und ich bin mir sicher, dass es ganz tolle Sachen, also das ist noch nicht jetzt eine Antwort auf Ihre Frage, nur prinzipiell noch einmal vorausgeschickt. Immer wenn irgendwo ein neues Medium oder irgendeine neue technologische Erfindung aufkommt, sind sofort die Künstler da und schauen noch, was kann man da jetzt neu machen, was man bisher noch nicht machen konnte. Und gut so. Und das wird mit dem genauso passieren. Was man halt jetzt bei der Ars Electronica an Output, also dort, wo angeblich das Beste vom Besten halt hinkommt, was im Computer generiert wird, wenn man sich das anschaut, dann fühlt man sich schon an die Frühgeschichte des Kinos auch erinnert, also wo einfach noch etwas gelernt wurde,
wo man heute erkennt, dass das für sich genommen einen hohen künstlerischen Wert auch hat und kein Gestammel war. Es war halt ganz anders und es wirkt halt manchmal wie ein Gestammel, aber es hat Qualitäten, die, also insofern wird es eine Neubewertung vom frühen digitalen Kino auch irgendwann einmal geben, hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Eine Rückkehr zum analogen Kino wird es nicht geben, ganz einfach, weil die technischen, praktischen, ökonomischen Vorteile von einem digitalen oder nicht auf Materialität beruhenden Laufbild so überwiegen, dass es das nicht geben wird. Dass wir noch analoges Kino haben in Hollywood und viel im Computer gemacht wird, aber alles aufs Analoge übertragen wird, hat einfach damit zu tun, dass die Qualität des analogen Kinos noch um einiges besser ist als das vom Digitalen. Aber da geht eine Entwicklung voran, die nicht aufzuhalten ist und die immer schneller wird, habe ich auch den Eindruck. Und spätestens, wenn die Kinos alle umgerüstet sind auf digitale Projektoren, dann ist das analoge Kino tot. Weil dann arbeite ich für ein Medium, das ich nirgends mehr vorführen kann. Völlig uninteressant. Außer, und jetzt kommt das Aber von den Nischen, mit denen wir schon gesprochen haben, es wird Nischen geben. Ob man dann nämlich dann wirklich Nischen, weil ich wollte vorher widersprechen, also dass wir nur Festivals stattfinden, ist ein Eindruck, der so nicht ganz stimmt. Ich habe also vor einiger Zeit von einer amerikanischen Studie gehört, die Bestandsaufnahme gemacht hat, wie viele Leinwände es in den USA gibt, auf denen solche Arbeiten laufen, wie wir sie heute herstellen. Das wäre jetzt auch so eine Leinwand, wenn ich da heute hier bin, also nur um das Scope von dem zu benennen, und die sind auf 30.000 Leinwände gekommen in der USA. Also Kunsthochschulen, Galerien, Kinos, wo ein Filmclub einmal in der Woche oder einmal im Monat irgendwas, wie auch immer, es gibt diese Abspielmöglichkeiten. Und beim Festival kriegst du kein Geld. Du laufst zum Festival, du zeigst den Film her. Aber ich habe drei Verleiher, also in San Francisco, in Paris und natürlich hier in Wien, und die lukrieren so viel Verleihnahmen, dass ich zwei Monate zumindest gut mich ernähren kann, sagen wir, um so zu sagen. Also es gibt sehr wohl neben dem Festivalbetrieb Leute, die das zeigen und auch zahlen dafür. Also diese Form von Nischenexistenz ist okay. Wenn die Nische dann so ausschaut, dass man die Arbeiten nur mehr in der Cinemathek herzeigen kann, dann wird es uninteressant. Aber es gibt momentan auch so interessante Paradoxien wie Super 8, wo jeder sagt, Super 8 ist tot, Kodak hat schon lange aufgehört. Das letzte Labor, das den K40, also den Super 8 Film von Kodak, noch entwickelt hat, hat mit Ende letzten Jahres, also am 31. Dezember 2010, seine Arbeit eingestellt. Der K40 kann nicht mehr entwickelt werden. Und ich habe vor einem Monat gesprochen mit jemandem, der mich darauf hingewiesen hat, dass es in Burbank in Kalifornien eine Firma gibt, die weltweit Beaulieu-Kameras, das waren die besten Super 8-Kameras, aufkauft, modifiziert, umbaut und bei Kodak Filmmaterial kauft, 35mm Filmmaterial, zerschneidet, perforiert, in Cartridges hineingibt. Und es gibt momentan so viel verschiedene Super 8 Filme wie noch nie in der Geschichte von Super 8. Du filmst, also du kaufst dir das Material, du filmst damit, du schickst es dorthin oder nach Berlin, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten noch. Und das wird auf 2K gleich ausbelichtet, wenn du das willst, und das kriegst du so als digitales Datenpaket oder als die Rolle, halt die gewohnte Rolle, zurück. Also es gibt schon Hoffnung. Und was für Nischen entstehen werden und wie die ausschauen werden und wie die möbliert sein werden, sehen wir in 20 Jahren oder wissen wir in 20 Jahren ungefähr. Aber auf breiter Ebene eine Rückbewegung hin zum analogen Kino ist völlig ausgeschlossen. Wir werden demnächst die Kinos vom Satelliten bespielt bekommen. Sprich, also der Filmproduzent muss keinen Verleiher mehr zahlen. Nur ein Argument. Also der stellt den Film her, der Produzent mietet sich den Satelliten oder halt Screening Time vom Satelliten und lukriert die gesamten Einnahmen von der Kinokasse. Das Kino kann auch noch seine Einnahmen haben, das ist schon klar, aber es gibt keinen Verleiher mehr. Das ist zum Beispiel ein Vorteil von digitalem Kino, das mit dem Analogen nicht möglich wäre.
wo viel, also wo es um viel Geld geht, um wahnsinnig viel Geld. Und solche ökonomischen Argumente sind es, die den Ausschlag geben im Kapitalismus, wenn wir schon dabei sind. Was ist Ihr Lieblingskinosaal in Wien, beziehungsweise gibt es irgendein Kinosaal, den Sie weltweit gesehen haben, wo Sie sagen, so soll einer aussehen? Das Gartenbaukino habe ich sehr gerne. Das Problem ist, bei den unteren Reihen, und ich sitze immer gerne in der Nähe von der Leinwand, sind die Stühle nicht auf Lücke gebaut. Das heißt, also, wenn man nicht wirklich groß ist, dann hat man immer drin. Hinten ist schön. Das Metro-Kino ist ein sehr schönes Kino. Ich habe auch das, die ganzen Biennale-Kinos eigentlich. Stadtkino, Urania, schönes Kino. Aber das Gartenbaukino ist so schwach besucht, dass man ohnehin nie wem vor sich sitzen hat. Insofern ist das kein Problem. Normalerweise kommt immer die Frage nach den Rechten, und nachdem sie heute nicht kommt, irritiert mich das so, dass ich sie selber stelle. Nein, 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 ich habe nicht die Rechte an den Filmen. Also das wäre unmöglich. Also ich könnte nie 20th Century Fox erklären, was ich mit ihrem Film jetzt vorhabe. Also die würden entweder sagen, ich spinne, oder sie würden $200,000 wollen oder irgend sowas. Aber der Vorteil der Nische ist, man bleibt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle von Hollywood. Wobei einmal war ein Moment, wo ich wirklich, weil ich habe wirklich mit einem Film von 20th Century Fox geschrieben. Und da habe ich ein E-Mail gekriegt von Fox, und zwar von ihrer Abteilung Searchlight. Und da bin ich total erschrocken. Fox Searchlight, Suchlicht. Also da sieht man schon so irgendwie Gefängnishof und heulende Sirenen und das Suchlicht, das irgendwie so hintern da ist. Und habe so panisch geöffnet, und das Erste, was sie sich, send us a tape of your film. Und die DVD, jetzt haben sie mich. Dann ein bisschen beruhigt und habe das in Ruhe durchgelesen, und die Sache war die, Fox hat eine eigene Abteilung, die eben Searchlight heißt, die junge Talente sucht, und die monitoren die Festivals, und wenn ein Film an mehreren Festivals gewinnt, dann schicken die automatisch ein Mail hin und laden den ein, ob er nicht mit ihnen was machen will, ob man nicht was machen will. Und ich habe dann zurückgeschrieben, naja, also das danke für das Mail, aber wissen Sie, I scratch on film. Also ich male und kritze. Und die haben dann zurückgeschrieben, genau, wir haben immer schon jemanden gesucht, der auf Film scratcht und malt. Und das habe ich dann einfach ignoriert, das Mail, und habe nie wieder was von ihnen gehört. Ja, das war die Searchlight. Gut, also ich würde sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt mit dieser Anekdote, ich danke für Ihr Interesse, und vielleicht sieht man sich einmal bei einer richtigen Vorführung mit 35 mm im Kino wieder. Danke. Ah ja, noch was, weil ich es mitgeschleppt habe. Ich verkaufe für 20 Euro die DVD, meine DVD auch mit Filmen. Wenn wer was will, ich signiere es auch, dann kostet es 25 Euro. Nein, also 20 Euro. Wenn wer will, 20, hier sind Exemplare. Ach so, na, ihr kriegt es so, weil ich jetzt mehr.